Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play LS17. Ja, wir sind immer noch dabei, die Big Packs abzuladen. Ich habe offline nichts weitergemacht, nicht dass es heißt, ich schummel. So, was haben wir denn da? Da haben wir den Dünger. Den wollten wir. Ich dachte mir, Dünger und Saatgut stellen wir erstmal hier vorne rein. Das können wir mal schön reinfahren. Kann man ja nicht auch die auch wegmachen? Wow. Die lassen wir auch erstmal weg. Die können wir mal ein bisschen mehr Platz. So, was ist denn das da? Das ist, müsste der Dünger sein. Das wird doch nichts, oder? Irgendwie passt da wieder was nicht. Irgendwie zittert das mir zu doll. Nein. Okay. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Ich heben wir gleich auf. Erstmal über den nächsten. Irgendwie hat das mit meinen anderen alles besser geklappt. Welchen hatte ich denn damals? Ah ne, habe ich Ballen runtergeholt. Da ging das mit besser. Es gibt aber auch eine Gabel. Da sieht man direkt, wo man fährt. Das ist, finde ich, auch relativ gut. Aber die Arbeit muss nun auch mal gemacht werden. Wow, warum ist denn der Dünger so schwer? So, dann wollen wir mal. Aber wisst ihr, was wir eigentlich hätten machen können? Warte mal, wir können eigentlich auch. Ah ne, können wir auch nicht, das ist auch doof. Ich habe gerade überlegt, wir könnten eigentlich auch gleich mit den Hänger hier reinfahren und einfach auf Abladen drücken. Aber da müssen wir die Hackschnitzel noch runterholen. Das können wir eigentlich auch machen. Oder? Wollen wir das machen? Hier reinfahren? Ach, das können wir auch so machen. So, jetzt holen wir uns das Saatgut. Wir gucken mal, was der andere Kollege macht. Nicht die Pferde. Ja, er fährt mittlerweile die Bahn hoch und runter. Wir können, Moment, wo können wir das anstellen, dass wir alles sehen? Hier. Jetzt fährt er rückwärts, genau, das ist super. Das kann er schön weitermachen. Ich verstehe es nicht, ich komme nicht an die ran. Ne? Nehmen wir die jetzt mal so halb nur auf. Das müsste Saatgut sein, genau, das stellen wir dann gleich daneben. So. Aber wir müssen das ja auch nicht jeden Tag machen, wenn wir es einmal eingelagert haben. Das Ziel ist es ja auch mit unserem eigenen Mist und Gülle später alles zu verdüngen, dass wir nichts mehr kaufen müssen. So. Und raus. Was haben wir denn dann noch? Ah. So. Ja. Wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen, Silber Susum ist jetzt seit 2 Tagen müsste es draußen sein. Also die Aufnahme ist ja diese Woche. Ihr seht die Folgen erst nächste Woche. Also ist die Karte schon 2 Wochen
draußen. Es werden wahrscheinlich viele Let's Player, die spielen. Aber das soll uns eigentlich egal sein. Ich spiele sie, weil ich darauf Bock habe und nicht, weil ich den Hype folgen will. Ich hätte sie auch offline selber gespielt, aber warum soll ich euch nicht da direkt teilhaben lassen, wenn ich sowieso spiele? Es wird ja nichts gefaked. Ich mache nichts nach wie die anderen. Jeder macht so sein eigenes Ding. Bisschen real soll es sein, aber auch nicht zu real. So. Ja. Haben wir das auch drin? So. Habe ich das überhaupt gerade richtig gestellt? Ja, Saatgut. So, was haben wir hier jetzt noch einmal? So. Uah. Nehmen wir den einmal Dünger noch mit. Oh, das war gut. Das sah sehr gut aus. Ein bisschen runter. Sonst kippen wir gleich noch aus den Latschen. Das ist Dünger, das kommt da durch. Hätten wir glatt noch Platz gehabt, doch für die Hackschnitzel, aber das lassen wir. Vielleicht stellen wir da noch Schweinefutter rein oder so. Müssen wir sowieso mal gucken. So. Jetzt holen wir uns den dahinteren nochmal runter. Oder wollen wir den probieren erstmal aufzuheben? Okay. Wir haben ihn irgendwie auf der Gabel. Ja, das kann man machen, muss man aber nicht. Hier runter. Ich heben wir gleich nochmal extra auf. Unfall. So, Chip. Der vorletzte Big Pack, den wir brauchen. Wollen wir nicht runterkicken. So. Ich muss ein bisschen schräger ranfahren. So. Lauf. Jawohl. Und ich würde sagen, wir werden auch Weizen anpflanzen. Wir werden Raps anpflanzen, was auch die Schweine so brauchen. Da müssen wir nochmal genau gucken, was die hier brauchen auf der Karte. Dass wir schön bald in die Schweinezucht schon gehen können. Ich habe sonst immer viel mit Milchbau betrieben. Auf Hof Bergmann habe ich auch viel mit Schweinen gemacht. Aber eigentlich war ich immer so Milchbauer mit Kühen. Habe nie wirklich so viel mit Schweinen gemacht. Aber ja. Irgendwann ist alles immer mal das erste Mal. So. Wir nehmen das nochmal kurz auf. Das ist natürlich da vorne. Z. N. So. Können wir das nochmal runterholen? Dann müssen wir erstmal einen Platz für den langen Hänger finden. Ich weiß gar nicht, wo wir den hinstellen sollen. Und ich würde sagen, Schafe können wir auch machen. Müssen wir nur mal gucken, was die hier brauchen. Hier müssen wir ja wieder so halb schräg reinfahren, sonst wird das ja nichts. So. Oh, das letzte, was ist das? Dünger, ne? Ja, Dünger. Den letzten Dünger holen wir auch runter. Runter. So. Und rein damit. So.
Hier runter. Sehr schön. Ich würde sagen, wir könnten ja fast die Gabel hier so lassen. Oder wir lassen den einfach direkt hier. Wenn wir gleich was brauchen, dann können wir ihn immer noch nehmen. So. Das bleibt hier. Das können wir gleich dann nochmal wieder auffüllen. So, wo bringen wir denn diesen Langhänger hin? Wir können ihn eigentlich hier vorne hinstellen, oder? Hinter die Scheune. Ja, so wie ich gesehen habe, auf Silberhusum hatte auch so seine Gerätschaften über so teilweise so ein bisschen nicht versteckt. Aber alles so sehr schön eng. Gucken wir mal, was ist denn das? Ja, der ist auch nicht gerade gut dafür. So, den können wir eigentlich hier ein bisschen ins Grüne schieben, wo er keinen stört. So, den parken wir direkt mal unseren MB-Truck. Aber irgendwie bin ich gerade, werde ich gar nicht mit warm mit denen. Irgendwie gefällt er mir gerade nicht. So, das haben wir auch. Er ist fleißig dabei. Sie. Benutzt sie eigentlich unser Saatgut? Ich glaube nicht. Wir müssen das nochmal einstellen wegen den Helfer. Der benutzt auch... Moment. Saatgut aus, Sprit aus, Mist kaufen. Ah, das können wir einstellen. Grube, Schweino. Okay. Alles von den Schweinen. Passt. Pflanzen sterben aus. Wir machen Flügen notwendig. Ah, jetzt haben wir. Machen wir mit Flügen, aber Düngerstufe 3. Das machen wir natürlich. Wir können ja einmal kurz speichern. Das mache ich eigentlich nicht in der Aufnahme, aber sicherheitshalber. So, er ist fleißig dabei. Wie viel hat er denn schon? Das können wir, glaube ich, nachsehen. Hier. Oh. Ein Viertel hat er schon vom Feld. So. Ich würde sagen, der ist bei dem Feld dabei. Wir könnten uns eigentlich nochmal eine Sämaschine leisten, oder? Der ist so lange dabei. Dann haben wir auch noch das Feld. Na kommt, Leute. Wir gucken erstmal noch nach dem Traktor. Brauchen wir eigentlich nicht. Da können wir ja unseren nicht beweglichen MB-Truck nehmen. Oder was gibt es denn noch Schönes? Das ist eine große Karte. Wir haben viel vor. Fendt, nee, wir müssen ja einen Deutz nehmen. Den haben wir. Den 611er haben wir nicht. Der ist auch gar nicht so teuer, ne? 631er. Den 611er haben wir nicht, oder? Ne, einen 611er haben wir nicht. Den nehmen wir auch mal. Den nehmen wir auch gleich mal mit Front. Frontaufbau, ja. Klein, Schmalspuren, passt. Rundumleuchte nehmen wir auch. Kaufen. Zurück. Dann nehmen wir auch gleich mal ein Gewicht für den mit. Ein 600er reicht. Farbe ist auch okay. So, dann gucken wir mal nach einer Sämaschine. Sämaschine, wo sind sie? Da. Wir haben derzeit die gute. Die kann das alles anpflanzen. Gucken wir mal nach einer nicht allzu großen. Ich möchte gern auf kleine Sachen bleiben. Die kann das gleiche. Hat 3 Meter Arbeitsbreite. Sonnenblumen. Ja, das. Wir gucken mal kurz, was hier die Schweine wirklich brauchen. So. Was brauchen hier die Schweine? Schweinefutter, das kann man nur kaufen oder kann man das auch herstellen? Da gucken wir mal kurz. Zack. Zur Übersicht. Schweinefuttermixer. Sehr schön. Weizen und Mais. Also brauchen wir eine Maschine, die Mais mit anpflanzen kann, aber. Die kann aber sonst nichts anderes dann, glaube ich. Gucken wir mal.
Welche kann denn Mais? Die kann auf jeden Fall Mais, die kann kein Mais. Die kann nur Kartoffeln, die kann Mais. Sollen wir uns eine für Mais direkt kaufen? Ja, komm. Dann nehmen wir eine für Mais. Was hat die? 3 Meter. 4,50. Ja, dann nehmen wir auch die. 29 Euro und so, das Doppelte so teuer, aber es hat die mit Dünger oder ohne? Mit Dünger auch. Das ist sehr schön. Halt. Wie viel PS? 70. Ah, das muss der, glaube ich, haben, oder? Unser, den wir gerade gekauft haben. 6,61. Nee, das ist der hier. Wie viel hat der? PS? 100. Okay, das passt. So, dann gehen wir kaufen. Kaufen. So. Haben wir ein bisschen Geld wieder ausgegeben. Ja, das passt doch. Bisschen Rost dran. Naja, dafür war ja gebraucht. Aber irgendwie ist das verbuggt. Okay, da muss ich nochmal mal gucken. So. Dann werden wir den mal anheben. Kriegst du es hin? Ja, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir schon mal Z, machen wir schon mal Mais rein. Und dann werden wir mal zum Hof fahren. Der Verkehr ist aus. Warum ist der Verkehr aus? Machen wir den Verkehr mal wieder an. Der müsste, glaube ich, dann, wenn ich das Spiel wieder neu geladen habe, wieder da sein, der Verkehr. Wir werden jetzt einfach mal zum Hof fahren. Gucken wir mal. Das Ding IC hier. Ja, natürlich. Erstmal machen wir Fenster auf. Auch hinten. Oh, da kommt schon das erste Auto. Wir müssen Gas geben. So. Mal ein bisschen durchlüften, die gute Butze. Aber der Schornstein, wollte ich gerade sagen, der Auspuff, der ist ein bisschen im Weg, ne? Aber ist nicht schlimm. So, hier müssen wir einmal rum. Vorfahrtstraße, ihr habt es gesehen. Was gut ist, wir können, glaube ich, gleich rückwärts in unserer Scheune fahren und direkt alles aufladen. Und dann würde ich sagen, Feld 16 können wir dann mit Mais anpflanzen, da unten auch. Dann haben wir schon das und den Rest machen wir mit Raps. Da haben wir schon so einen kleinen Mix, was unsere Schweine brauchen. Ich weiß auch gar nicht, weil hier diese Map ist mit kaufbaren Objekten. Ich weiß gar nicht, ob wir auch die Schweinemischanlage kaufen müssen. Das werden wir sehen. Weil Schweinefutter auf Dauer zu kaufen ist zu teuer. Wir müssen das selber anpflanzen. Anpflanzen, selber machen, herstellen. Ja. Aber wenn wir diese Million noch finden, also die 100 Nuggets finden, dann kriegen wir 1 Million. Davon könnten wir uns das kaufen. So. Naja, wir dürfen 40 fahren. 42 fahren wir. Passt. Sieht doch gut aus, die Maschine. So. Guten Tag, Pferde. Da muss ich noch meine Tochter fragen, wie die heißen. So, hier geht schon direkt rauf, aber ich fahre immer hier hinten rauf. Finde ich besser, hier enden auch mal die Curseplay-Wege. Jetzt können wir auch mal hier langfahren. Oh, ganz schön bergig. Aber das Gute ist, es gibt keinen Berg hier. Wir sind, glaube ich, in Ostfriesland. Und hier ist alles flach. Flach, flach am flachesten. Okay. Kommen wir nicht vorbei. Ne, müssen wir kurz rausholen. Oder wir fahren die nur kurz zur Seite, das geht auch. Jetzt sind wir fest. Jetzt sind wir fest. Ach, wir fahren ihn einfach mal kurz hier. Packen ihn hier vorne. Eigentlich müsste das reichen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir rückwärts reinkommen. Das passt. So, dann drücken wir mal I. Ich sag nicht, dass das nicht geht. Bei denen hier.
Geht das nicht? Okay, das geht nicht. Also müssen wir alles per Hand machen. Kein Problem. Jetzt haben wir uns festgefahren. Gut, dann machen müssen wir es halt so machen. Runter. Dann laden wir es per Hand. Ist ja auch kein Problem. Ja, wir hätten den auch nicht da packen sollen. Ihr merkt, es ist alles sehr eng. Als erstes mal einen Dünger. So. Aber ich glaube, so viel Dünger passt da gar nicht rein. Ja, warum geht das nicht? Jetzt. Genau, Dünger. Den können wir auch gleich hier draußen lassen. Können wahrscheinlich auch öfters kommen. Stellen wir mal hier neben. So. Und weiter geht's. Kriegt er auch noch ein bisschen Saatgut. Da war mal zu schnell. Bleib drauf. Nein. Nein. Runter. Sehr gut. Sehr gut. Irgendwas passt da nicht. Ich war doch perfekt runter. So, gucken wir nochmal. Sind wir ganz auf dem Boden? Ja, sind wir nicht ganz auf dem Boden. Das war perfekt. Ja, und warum kommt jetzt hier nichts runter? N schließen, aber warum öffnet er die nicht? Jetzt geht's. So, da haben wir den auch aufgeladen. Das ist schön. Dann können wir schließen. Boah, das ist auch ein Geschütz. Unser Deutzhof. So, zack. Das stellen wir gleich mal hier ab. So, und dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir gucken nochmal schnell, wie weit unser ist. Ja, die Hälfte hat er, das ist schön. Ja, damit ist die zweite Folge auch schon fertig. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play LS17 auf Silbersusum. Auf Wiedersehen, tschüss.